Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und ich hoffe mal, dass heute die Folge einigermaßen gelingt, denn im Stream hatte ich wieder massive Probleme mit dem Server, der ist die ganze Zeit abgestürzt, beziehungsweise noch nicht. Ich hatte es jeweils gerade so verhindern können, indem ich rechtzeitig wieder gejoint bin, aber es war viel zu knapp für meinen Geschmack. Das Problem war nämlich, dass die Internetausfälle dafür gesorgt haben, dass ich die ganze Zeit nicht mehr auf den Server kam. Ich habe hier ständig probiert, wie ein Wilder drauf zu joinen und es ging einfach nicht. Ich weiß auch nicht, teilweise andere Seiten haben schon geladen gehabt, aber ich kam nicht auf den Server, obwohl das eigentlich andersrum dann auch wiederum war. Also ein Hin und Her jedenfalls und absolut scheiße, wenn du hier immer nur 2 Minuten hast, bis der Server ausgeht. Ansonsten musst du nochmal 2 Minuten länger warten, bis er wieder an wäre. Und das Ganze, während du eh nicht viel Zeit hast, um zu streamen. Ich wollte nämlich heute mal 20 Minuten wirklich vollkommen ausnutzen, habe mir extra überlegt, okay, was kannst du machen, damit du möglichst schnell einigermaßen viel vorzuweisen hast. Und da ist mir eingefallen, dass ich ja noch das ein oder andere Projekt offen habe, mit dem man das so gestalten kann. Darüber bin ich auch ganz froh, muss ich sagen. Wollte ich gleich eh noch ansprechen, aber ich muss auch mal mich einfach immer weiter beschweren über diese Zustände, wenn man jedes Mal unter so einen Druck gerät und vor allem in solchen Situationen. Weißt du, an anderen Tagen, wo es mir egal ist, wie lange ich streame, beziehungsweise wo ich genug Zeit habe, passiert das natürlich nicht. Und damit meine ich nicht, dass ich mir das in solchen Situationen gerne wünschen würde oder sonst irgendwas, sondern Hauptsache an Tagen wie heute erst recht nicht. Das will ich nur damit sagen. Und ansonsten weiß ich nicht, ob das, was ich geschafft habe, jetzt angebracht ist. Also gut, ich habe halt auch viel sortiert im Lager wieder. Man muss wissen, mein Rucksack war vollgestopft und ich bin auch am Überlegen, ob ich mal die ganzen Lootbags wegmache, als Pack-Opening sozusagen. Übrigens haben wir jetzt einigermaßen viel Fichtenholz schon mal gefarmt. Ich möchte nämlich den Holzklotz hier bauen, damit wir das aus der Holzsorte, die wir wenigstens vorliegen haben, schon mal erledigt haben. Und alle anderen Sorten muss ich später besorgen, klar. Obwohl es sein kann, dass ich sogar in Rizes Kiste zum Beispiel oder woanders bereits Saplings finden kann. Da gucke ich gleich mal. Genau erinnern kann ich mich leider nicht an die eine Folge, als ich ja bei Rize das ganze Zeug sortiert habe. Ist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr her. Aber ich würde sagen, so als kleine Belohnung dafür noch, nehme ich einfach mir mal das ein oder andere raus. Ich würde ihm natürlich den Rest wiedergeben. Beziehungsweise, wenn ich das nachgefarmt habe, auch alles gerne oder sogar mehr. Ist mir dann egal. Hauptsache, ich habe erstmal Starter-Items. Nur leider sieht es nicht danach aus, als hätte er irgendwas davon, vor allem nicht in den Kisten. Also wenn, dann ja hier drüben, in der, wo ich es reingehauen habe, alles. Aber da das nicht der Fall ist, können wir das wohl leider vergessen. Schade eigentlich. Und ansonsten ist hier auch mal wieder nur irgendwas am Lecken, keine Ahnung. Jedenfalls würde ich jetzt nicht bei jedem Grundstück vorbeigucken. Das können wir immer noch später erledigen. Lieber gehe ich mal an die ein oder andere Stelle, also wo wir im Prinzip hinwollen die ganze Zeit, und mache das mit dem Holzklotz endlich, damit wir das abhaken. Natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, naja, wieso machst du immer nur die einfachen Aufgaben in dem Sinne und nicht das, was vielleicht ein bisschen mehr Kreativität erfordert. Zum Beispiel, es gibt ja viele Projekte, die wir auf der Liste da drüben aufgeschrieben haben, die schon lange mal hätten angegangen werden können. Vor allem sollte da zumindest mal ein Anfang gemacht werden. Die müssen ja nicht gleich irgendwie perfekt sein oder übelst weit kommen, sondern es würde schon reichen, wenn erstmal so eine Symbolkraft entsteht, dass man was begonnen hat und eine Idee entwickelt, aber das ist halt überall nicht der Fall. Das einzig Außergewöhnliche, was wir in letzter Zeit mal geschafft haben, war während des Gameplays, als ich diese ganzen Vortragsthemen angesprochen habe, tatsächlich Falks Hausfassade bzw. das Dach, dass das erstmal von außen ordentlich aussieht. Ich meine, gut, das ist natürlich schon mal ein Meilenstein, der wichtig ist, weil das Stadtbild schon dadurch abgeschlossener aussieht, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch mehr darüber hinaus hinkriegen. Und einerseits hier noch ein bisschen die Fassade dekorieren, dass man ein paar Elemente hat, die hervorstehen zum Beispiel, oder Fenster generell und auch inneneinrichtungstechnisch natürlich. Andererseits wäre es aber langfristig auch notwendig, dass wir hier endlich mal den Rest befüllen in der Stadt, also seien es jetzt Flächen, die noch gar nicht weiter verplant waren, oder halt Projekte, die wir da, wie gesagt, aufgeschrieben haben schon ewig. Ich meine, die gammeln da nur rum in dem Raum an der Liste und passieren tut
tut nicht viel. Das finde ich dann schon immer schade, auch wenn man natürlich sich hier für solche Projekte sehr lange Zeit nehmen kann, in Anbetracht der Gesamtlaufzeit des Projekts, was wir noch vor uns haben. Aber darauf darf man sich auch nicht nur ausruhen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mal anfange mit irgendwas, dass ich dann auch Lust kriege, wieder mehrere Sachen anzufangen hintereinander. Und dann nach und nach viele Ideen sich doch schnell umsetzen lassen. Zumindest jetzt von der groben Form her. Natürlich dann das alles perfekt zu machen oder den Feinschliff vorzunehmen, ist so oder so noch eine extra Aufgabe, keine Frage. Da werde ich auch mir nichts vormachen müssen oder können. Aber rein von der Strategie her ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man erstmal punktuell sagt, okay, ich fange hier was an, da was und da was. Und dann kann man ja immer hin und her wechseln. Ich glaube, bei den letzten Bauprojekten habe ich das instinktiv eh schon die ganze Zeit so gemacht. Oder vielleicht noch nicht ganz in der Form. Da habe ich nämlich doch immer gesagt, naja, jetzt müssen wir erstmal das eine fertig kriegen, bevor wir das nächste anfangen. Aber gefühlt bremst einen dieses Vorgehen auch immer ein bisschen aus. Wenn ich nämlich mal mir andere Projekte angucke, wo ich es vielleicht nicht so mache, dann fällt mir auf, dass ich doch schneller bin insgesamt und auch mich allgemein produktiver fühle, was natürlich auf die Motivation sich niederschlägt von so einem Projekt. Denn ich muss sagen, jetzt vor allem nach der längeren Aufnahmepause, die vor der letzten Folge vor allem bestanden hat, habe ich nicht wieder so richtig angreifen können oder hier mich daran gewöhnen, dass ich regelmäßig das Ganze aufnehme. Natürlich ist das jetzt erst die zweite Woche in dem Sinne, wo ich wieder aufnehme und das kann alles schon wiederkommen, aber ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich mal diese Vorproduktion nutze und endlich ordentlich weiter Folgen mache, damit ich eben nicht immer von der einen auf die andere Woche das Ganze produzieren muss. Das stört mich schon. Selbstverständlich ist das nicht zufriedenstellend in irgendeiner Form und deswegen muss ich echt mir noch weiter Gedanken machen, wie ich vor allem auch in meinem neuen Semester hier vorgehen möchte. Das ist ja die nächste große Thematik, vor der ich auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Respekt habe, als ich manchmal zugebe, denn ich muss schon sagen, dass ich mir da insgesamt einige Gedanken mache immer wieder. Was will man dann mal machen im Ernstfall, wenn man wirklich nicht kann, also hier von der Zeit her absolut eingespannt ist und im Studium wieder vollkommen im Stress steht. Das ist nämlich schon eine Geschichte, die jetzt in letzter Zeit halt nicht so oft aufgetreten ist in der Form. Natürlich hatte ich mit meinem Bachelor und so weiter auch viel zu tun, aber da konnte ich mir vieles selber einteilen und das ist dann teilweise bei solchen Gruppenprojekten, die wir später haben werden, nicht mehr der Fall. Genauso Masterarbeit, da bin ich ja auch mit einem Unternehmen dann wieder daran gebunden, was die so mir vorgeben. Da muss ich wahrscheinlich auch Vollzeit arbeiten. Ich weiß es aber noch nicht genau, wie das ablaufen wird. Das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Da habe ich also wenigstens noch Zeit, mir ein bisschen was zu überlegen. Aber dieses Gruppenprojekt zum Beispiel steht jetzt unmittelbar bevor. Das fängt nächste Woche womöglich an. Beziehungsweise noch kann man sagen übernächste Woche, weil ja heute Sonntag ist. Aber für euch, wenn ihr das seht, dann schon nächste Woche, denn da geht das Semester offiziell los. Und wenn ich dann die ersten Stunden hinter mir habe, dann möchte ich ja auch hier das ein oder andere, was ich daraus als Erkenntnisse mitgenommen habe, erzählen. Denn vor allem diese ganzen organisatorischen Sachen interessieren mich schon und die hätte ich eigentlich viel, viel früher gerne gewusst, habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Dann hätte ich das wahrscheinlich gleich in der Folge damals mit erzählt, als es schon um diese ganzen Geschichten ging, hier Projekt- und Semester-Modulaufteilung oder Stundenplan vom Sommer- und Wintersemester, wie auch immer man es bezeichnen will, da habe ich ja viele Folgen drüber gemacht. Vor allem will ich ja auch abseits davon mal sowas langfristig planen können, damit ich einfach weiß, was in ein paar Monaten auf mich zukommt und nicht immer so ins kalte Wasser geworfen werde. Denn hier wäre es doch echt für meinen Dozenten zum Beispiel ein leichtes gewesen, vorher das mal alles anzukündigen, zum Beispiel schon auch im Bachelor, was kommt dann alles im Detail auf uns zu und nicht immer das abzutun, naja, jetzt müsst ihr erstmal einen Bachelor machen, so ungefähr, da braucht ihr das noch nicht wissen. Auch wenn es natürlich dann in gewisser Hinsicht stimmt, dass das Ganze noch eine Weile hin ist und noch keine oberste Priorität hat, aber auf die Art und Weise könnte man sich schon mal genauer mit den Projekten oder den einzelnen Möglichkeiten, die angeboten werden, die man dann eben bearbeiten kann,
auseinandersetzen und vor allem mit wem man das vielleicht macht in der Gruppe, wenn man natürlich dann noch ähnliche Kollegen hat, denn das unterscheidet sich auch immer stark zwischen Bachelor und Master. Oder eben auch für sich selber alleine, dass man schon mal sich entscheidet, okay, das und jenes wäre eigentlich ganz gut und da muss ich nochmal gucken und vielleicht bekommt man schon ein paar Vorbereitungsmaterialien zur Verfügung gestellt, dass man sich da reinlesen kann in bestimmte Sachen. Oder man auch schon mal Professoren anfragen kann im Notfall, weil es so ist, dass wir teilweise dann wieder ganz anderes Grundwissen brauchen, was man sich vielleicht von anderen Dozenten holen muss, ich weiß es nicht. Das ist halt alles so ungelöst und das erfahre ich nächste Woche alles, hab so einen Schädel oder in anderthalb Wochen. Aus meiner Sicht jetzt, wie vorhin schon erwähnt, und das ist doch auch nicht zielführend. Und warte mal, ich muss ja wahrscheinlich auf die IP, ne? Das muss man ja schon nochmal dazu erwähnen. Und ja klar, jetzt hatten wir natürlich wieder eine ähnliche Kulisse wie neulich auf dem Thumbnail, aber es ging jetzt einfach mal nicht anders. Ich nehme das für heute trotzdem und würde mich verabschieden. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.